Warte mal, Avarium? Nee, Avarium. Warte mal, jetzt bin ich verwirrt. Nee, das ist für Flugreptilien, genau. Hallo? Hallo? Na, Kakalotti. Das ist dann wahrscheinlich. Okay. Jetzt habe ich mich selber total verwirrt hier. Okay. Das wird unter Wasser. Und. Ich glaube, ich mache daraus erstmal so ein Ding. Brutstätte brauchen wir hier auch noch. Na, Kai, bist du endlich zurück vom Einkaufen? Achso, Strom braucht das Ding ja auch noch. Ach, so viel zu erforschen immer am Anfang. Ich habe immer Angst, dass ich die Hälfte vergesse davon. Am Ende. So. Wasser. Glaube, ich mache das so hier. Ich weiß nicht, ob der noch mehr braucht. Fisch braucht der auf jeden Fall, das weiß ich. Mal gucken, muss ich gleich nur anpassen. Das passe ich gleich noch an. Jetzt schon wieder so viele Gehege. Das machst du. Das können wir dann eigentlich vergrößern dann später. Ausgerutscht. Oha, das ist nicht so gut. So, nur Forschung ist. 10 Sekunden noch, dann kommt der nächste Dino. So, dann mache ich jetzt mal den hier. Ich weiß gar nicht, wie viele der braucht. Warte mal. Kurz Lucky Lucky machen. Vier braucht der Minimum. Wie viele Eier kommen da raus? Wie viele Eier kommen da raus? Fünf. Na, mal gucken, ob das passt. So, Guti. Achso, halt. Die Forschung darf ich nicht vergessen. Forschung. Dafür fehlen mir Wissenschaftler. Scheiße. Alle beschäftigt hier. Kacke. Wann ist denn das Trainieren nicht mehr ausgegraut? So, Treibstoff finanziert sich ja nicht von selbst, warum? Gucken, dass wir Strom so schnell wie möglich mal machen. Hat sich doch schon längst beruhigt, Mensch. Ist alles wieder gut hier. Diese Kampfmusik, die macht mich ganz kirre im Kopf. Zwei. Lebenserwartung. Ich überlege gerade, ob wir die trotzdem nehmen. Dann haben wir halt direkt vier. Ich meine, was soll schon passieren? Oh, halt, oder? Ich muss ein. Na gut. Gucken wir einfach die vier schon mal. Wird schon.
Wird schon, wird schon. So. Wahrscheinlich haben wir noch nicht genug. Warte mal, erstmal gucke ich kurz. Ich muss bis auf die Stufen achten, oder? Der ist Stufe 2 schon, der kommt aber erstmal hier hin. Der ist noch Stufe 1. Logistik. Ist auch Stufe 1, kriegt aber Genetik. Was mache ich mit dir? Gar nichts, nix, nix. Okay, passt. Oha, oha, vergrabener Schatz gefunden. Das ist nice. Okay, die Expedition hat sich hier gelohnt. Bringt auf jeden Fall guten Money. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber nur beinahe. Das heißt, ist alles gut, ja, Kai? Hoffe ich. Man, der Anfang, der ist immer so, ist mal alles aufbauen und ich bin gespannt. So, jetzt haben wir erstmal hier freilassen. Schon cute. So. Ich glaube nicht, dass sie Faserstoff, oder? Habe ich gar keinen Faserstoff hier drin? Glaube nicht. Okay. Gut, daran soll es ja nicht scheitern. So, besser? Gelände sollte aber eigentlich passen, wenn sie so ein bisschen rumgelatscht sind. Ja, sollte passen. Ding jetzt auch noch gut, hoffe ich. Außer dass meine Ranger ständig die Dinos umfahren, ne? Das ist schon ein bisschen frech. Oh, halt, halt. Oh mein Gott. Ab in den Sumpf. Wer hätte gedacht, dass Saurier so fotogen sein können? Mhm. Sie anscheinend. Ich bin ja auch hier, perfekt, Kapi. So. Geh mal da weg. Geh doch mal weg, Mensch. Danke. So, durch die Forschung haben wir knapp 2 Mille gerade gemacht, ne? Für gut. Oh, das hier ist allerdings nicht ganz so gut. Wobei ich hier dran zum Glück keine Einrichtung kleben habe. Aber ja, trotzdem nicht cool. Okay, kriege ich die. Wie schaffen wir damit? 79%. Gucken, ob ich nochmal eine Expedition dorthin machen kann. Ich hätte die schon immer gerne auf 100%, ehrlich gesagt. Ja.
Einmal, genau. Vor allem hat es sich ja richtig gelohnt, ey. Da kam ja so viel Money dabei raus. Durch den Schatz auch, den wir gefunden haben. Schon gut. So, die sind happy. So, dann können wir gleich noch die Moos holen. Die kommen dann hier rein. Forschungsmäßig muss ich mal gucken, dass wir irgendwie am Ball bleiben. Das bedeutet auf jeden Fall Medizin. Erstmal fix erforschen, falls sie irgendwas krank wird. Dingszentrum habe ich, ne? Ja, habe ich hier unten. Jut, jut. So, Tuberkulose. Und dann Kryptosporidiose. Okay. Let's go. Und ein Ranger-Team gerade unterwegs. Ja, hier ist er noch. Oh nein, ich stecke. Guck mal, es gibt doch bestimmt extra Money, oder? Yes. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, moneymäßig läuft es gerade zumindest ganz gut. So, ich hole mal hier ein bisschen auf. Was haben wir denn hier? Parkbewertung auf 2. Mission. Okay, warte mal. Gehege. Habe ich nicht genug. Scheiße. Ich brauche mehr Personal. Dabei habe ich schon 6 Wissenschaftler, ne? 6, ja. So, lebensfähig, sehr cool. Passt es denn jetzt so? Der muss dann auch auf jeden Fall erstmal Pause. Ich würde doch noch mehr Wissenschaftler holen, aber dann haben wir mehr Ausgaben. So, neue Fossilien. Nice. Wissenschaftler, ja. Ja, vor allem kosten die übel viel, ne? Sind schon nicht so günstig. So, der ist in der Forschung gerade. Dann schauen wir mal nach Money gleich. Ich muss auf jeden Fall auch mal hier die Expeditionsplätze gleich mal forschen. Bringt alles 40k, ne? Naja. Machen wir 30k plus sogar mit der Forschung. Ja, ja, ich weiß, dass er verärgert ist. Ich weiß es doch. Hier, dann geh in Pause. Da, bitteschön. Am Anfang muss man ja immer an seine Grenzen gehen, ne? So, mit der großen elektrischen schauen. Dann machen wir den aber auch noch direkt mit. So. Läuft alles. Dann können wir gleich ein Demo holen. Sehr cool. Dann kommen wir auch mit der Mission weiter. Wobei ich so natürlich jetzt auch ein bisschen aufholen konnte. Mm-mm-mm.
Ach, Strom muss ich unbedingt erforschen, damit wir nicht so viel Kohle ausgeben für die Notfallgeneratoren. So, vollständig haben wir. Denn nehmen wir den doch. Oh, der ist sogar ganz günstig. Machen wir das so. 6 Eier kommen raus. Wie viel braucht der? 3. Okay. Ich hoffe, dass aus den 6 Eiern mindestens 3 rauskommen. Jetzt überlege ich. Was? Mein Geld ist Geld, wa? Wobei ich habe gerade eh nicht die Wissenschaftler dafür. Schicken wir die erstmal in Pause. Pause. Und dann brauchen wir ein Upgrade, damit das günstiger wird. Einzeln. Ja. Genau. Da war das halt auch noch irgendwie sinnvoll, dass du diese Erweiterung rangebaut hattest. Dass du halt mehrere ausbrüten kannst. Aber hier kriegst du halt Eier, ne, und suchst dann halt aus den Eiern raus. So, jetzt gucken wir mal. 3, okay, passt. Belastbar. Was hat der hier? Lebenserwartung. Schläft lieber am Tag. Aber alles gleiche Muster, ne? Naja. Nehmen wir mal die 3. Können wir die jetzt... Okay, ja. Können wir. So, unser erster Flugdaunus. Dinosaurier. Jetzt hoffe ich, dass ich aber auch direkt den Fisch freischalten kann. Nicht, dass die mir jetzt verhungern. 10% verbessert. Nice. Das ist unser Rex eigentlich, sag mal. 13. Okay. Ja, ein bisschen Zeit habe ich noch. So. Gib her die Dinos. Ich will meine Dinos. Ich brauche noch so einen Besichtigungsscheiß, ne? Diesen Avarium-Besichtigungsmist brauchen wir noch. Fällt mir gerade auf. Quatsch, zwar nicht hier, sondern hier, oder? Das hier brauchen wir. Ja, gut. Das muss ich mal fix machen. Völlig vergessen, dass sie auch was sehen. Berühmter T-Rex, da muss es so sein. Ich glaube auch. Wie lange dauert die Forschung? Ja, gut. Ich glaube, das verkraften wir. Ein paar Minuten ohne Besichtigung. So. Na denn. Eindeutig nicht alles allein machen. Oder jedenfalls wurde mir das so gesagt. Ziemlich barsch, möchte ich hinzufügen. Der Punkt ist, wir brauchen weitere Hilfe. Also erweitern wir das Team. Das ist Claire Deering. Hallo. Danke, Cabot. Ich bin so aufgeregt, Teil des Teams zu sein. Ich freue mich darauf, gemeinsam Jurassic World zu dem zu machen, was es sein kann und sollte. Für die Gäste und die Saurier. Unsere erste Aufgabe ist es, die Zahl der Gäste zu erhöhen. Ich bin sicher, dass wir das schaffen. Ich finde die echt nice, ne? Also die Flugdinosaurier generell finde ich voll gut. Dass die Gyrosphärenattraktion fertig ist. Das ist essentiell, um unseren Gästen diese echten Du-bist-dabei-Saurier-Momente zu bieten, die neue und wiederkehrende Besucher anlocken. Dafür müssen sie natürlich auch viele Saurier sehen, Claire. Mehr, als sie verkraften können. Jawohl,
Das erledigen wir. Erst einmal mal kurz das Futter und dann brauchen wir eigentlich die Klobestation. Eigentlich sollte es reichen, einen lebendigen Saurier aus nächster Nähe zu sehen. Aber die Leute wollen immer mehr. Mehr aufregende Attraktionen könnten ihren Durst stillen. So, Beobachtungsplattform haben wir da auf jeden Fall schon einmal. Warte mal, jetzt wollen wir erstmal kurz fressen. Anpassung an enge Räume. Ah, okay. Jetzt hatten wir erstmal Essen. Oder noch nicht? Oder doch? Warte mal. Ah, nee, noch nicht. So, wir brauchen auf jeden Fall die Beobachtungsgalerie noch. Wollen wir so ein großes Gehege machen, wie das eine Mal? Dass wir da mehrere Flugdinos dann reinmachen? Oder mehrere kleine bedeutet halt auch immer mehrere Ranger-Stationen, ne? Leider. So, Gyrostation machen wir dann auch als nächstes. Gleich ein großer. Ja, das denke ich mir nämlich auch. Tatsächlich. Oh, 60. Scheiße, dafür brauche ich mehr Leute. Fuck. Aber mal eine andere Frage. Oh, wir werden hundertprozentig eine Schienenbahn bauen müssen diesmal. Wo zum Kuckuck? Ich mach das mal kurz. Wo kriege ich denn diese Gyrostation her? Das müsste doch rein theoretisch. Avariumbrutstätten. Ach, fuck, Strom muss ich auch noch unbedingt machen. Oh Mann, so viel zu erforschen. Müsste das nicht unter Attraktion sein? Beobachtung, Gäste, da, nee. Nee. Funktioniertes Gebäude des Typs Gyrostation. Ja, das dachte ich ja auch. Und das ist unter Attraktionen, aber irgendwie. War da jetzt nichts. Ehrlich gesagt. Gyro. Boah, ich hätte schon ein bisschen Bock auf Gyro. Ne? Gyro ist so richtig mit Tzatziki. Jetzt haben wir erstmal das Futter für unsere Vögel. Nicht, dass die uns wieder abkratzen. Was heißt wieder? Nicht, dass die uns überhaupt abkratzen. So. Essen ist da. Huch, ich habe ja vorgekocht. Wollte ich gar nicht. So, Mustergene 2. Nice. Jetzt sind sie happy, oder? Ach nee, gar nicht. Ohne Sand. Gut, daran soll es nicht scheitern. Die wollten es mehr so grün. So. Happy? Happy. Nice. Ach, die sind schon cool, ne? No. Ja. Zucker. Brauchten die auch Stein? Die nicht, ne? Ne, die nicht. Perfekt. Ja, gut. So, warte mal. Futterstation. Was hatte ich noch gesagt? Ich muss so viel erforschen gerade. Keine Ahnung. Ich muss, glaube ich, erstmal generell eine Menge erforschen. Mustergene 2. Möglich die Anwendung des kosmetischen Gene. Okay. Ich meine, das kostet uns jetzt nicht so viel, deswegen können wir das ruhig mal machen.
die erstmal Pause. Muss gleich mal gucken. Das muss ich aber anscheinend in alle Gehege machen. Ich glaube, wir machen erstmal Strom, oder um Geld zu sparen. Würde ich mal so sagen. Was machen die denn eigentlich schon wieder mit meinem Ranger-Auto hier? Ah! Oh oh. Bums. Aber egal, gut, Money gebracht. 164k easy. So, was, sag mal, spielen die hier Fußball mit meinem... Oh, ein Leiden. Mhm. Gute hier. Das war wirklich ein Dino-Fußball gerade. Ich frag mich, wie die da reinkommen, ne? Ehrlich gesagt. So. Ich glaube, wir machen mal kurz strommäßig.